Moin, moin, ihr Rallyes. Willkommen zu einem neuen kleinen Mini-Projekt hier auf diesem Kanal, nämlich Super Mario Land 2 Six Golden Coins. Ein Spiel, das wahrscheinlich jeder von uns mal während seiner Kindheit gespielt hat. Ich hatte es selber nie, aber ich habe es immer bei einem Kumpel gespielt und will jetzt auch mal wieder das Spiel angehen. Es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich habe es noch nie durchgespielt, weil ich das Wario Castle am Ende immer relativ schwierig fand. Aber wir werden es schon irgendwie hinkriegen, ne? Das ist jetzt so eine kleine Überbrückung, einfach weil ich gerade 3 Projekte oder 4 habe, ich weiß es nicht. Es soll entweder Portal 2 ersetzen, wenn ich es nicht gefixt bekomme, oder wenn ich es gefixt bekommen habe bereits, dann soll es, dann soll es einfach noch dazulaufen als kleines Mini-Projekt. Ich weiß jetzt nicht, wie es ist. Momentan habe ich da ein bisschen Schwierigkeiten noch, das alles soweit wieder hinzukriegen, dass Portal 2 funktioniert. Aber vielleicht ist das jetzt schon wieder nicht mehr up-to-date, wenn das Video hier kommt. Von daher gucken wir einfach mal. Na gut, fangen wir an mit Super Mario Land 2. Gehen wir mal in die Röhre Nummer 3. Skalidai, Skalileo, Radilai. Yo, dann fangen wir direkt mal an. Super Mario Land 2 hat ja dann im Gegensatz zu Super Mario Land 1 eine Overworld. Super Mario Land 1 möchte ich jetzt nicht unbedingt als Let's Play angehen, das ist doch ein bisschen zu popelig. Und wir gehen jetzt einfach mal ran. Ich weiß nicht mehr genau, wie das ist mit der Steuerung, aber ich weiß, dass die Musik geil war. Hört's euch mal an. Kann man eigentlich die Panzer hier aufnehmen? Ich weiß es gar nicht mehr. Wenn ja, muss ich mal gleich gucken. Ah, hoppala, das war knapp. Muss ich gleich mal gucken, wie man die hier aufnehmen kann. Aber ich glaube, das ist auch nicht so wahnsinnig wichtig. Das ist jetzt also das erste Level und danach können wir uns im Prinzip aussuchen, welche Zone wir besuchen. Ich weiß jetzt selber noch nicht, was ich da am liebsten mache. Ich weiß, dass ich am schlimmsten früher immer die Tree Zone fand. Die mochte ich nicht. Die ist zwar nicht unbedingt schwer, aber ich fand die doof. Deswegen mache ich die jetzt vielleicht gleich ganz am Anfang. So dass ich, ach, man kann sogar einen Spin Jump hier machen. Das wusste ich gar nicht mehr. Ich dachte, der wäre gar nicht mehr in diesem Spiel enthalten. Also, nachdem er ja in Super Mario World enthalten ist, da kennt man den ja aus den verschiedenen ROM-Hacks. Ich läute mal die Glocke, den Gong läuten und Sahne trinken, ist wichtig. Ich will. Ja, one up. Jawohl, Scan. Also, mal kurz, jetzt geh ich nochmal zurück und erzähl, was ich gerade erzählen wollte. Hier, die Tree Zone ist so ein bisschen mein Nemesis früher gewesen. Also werde ich die vielleicht ganz am Anfang angehen. Und wir können hier den Gong läuten, wie wir gerade gesehen haben. Den Gong läuten, das hat zum Effekt, dass sollten wir jetzt sterben, was ich im ersten Level mal nicht hoffe, dann können wir wieder von dem Zeitpunkt anfangen, wo wir den Gong geläutet haben. Also im Idealfall nicht in Hongkong und auch nicht mit Sahne trinken, aber alles andere sollte irgendwie funktionieren. Wobei ich an dieser Stelle auch nochmal sagen muss, der Zwiebelotter, ne, der hat sich jetzt bei mir und Maddie ein bisschen versägt, weil er uns mit der ganzen Geschichte, das Scrotum Quest 2 in der Mache ist, komplett verarscht hat. Das ist niemals geschehen und das finde ich schon ein bisschen, ja, fand ich schon ein bisschen sehr unschön, dieses Verhalten, muss man auch sagen. Ich meine, es ist der Zwiebelotter, man kennt ihn nicht anders, aber trotzdem, das musste nicht sein. Das war einer zu viel. Aber wir wollen jetzt hier nicht über irgendwelche schlechten Sachen reden oder sonst was. Wir wollen jetzt mal hier oben den Gong läuten, denn wenn wir oben den Gong läuten und dann ins Ziel laufen, kriegen wir ein kleines Bonus-Game. Ist jetzt nicht der nackte Wahnsinn, aber ist ganz lustig. Und da können wir jetzt mal schauen. Ich hätte gerne die Karotte, weil ich die gerne esse. Mit so einem kleinen Löffelchen Olivenöl schmeckt das nicht schlecht. Aber 3 Bonusleben sind auch nicht verkehrt. Ich trinke jetzt erstmal einen Schluck aus meiner Kaffeetasse und freue mich meines Lebens. Ja. Also meiner 3 Leben. So, nun sind wir hier auf der Overworld. Da oben wollen wir rein. In die Olle, also in das Schloss. Aber da oben ist der Endgegner, nämlich Wario. Ich glaube, das war ein früherer Klassenkamerad von Mario, oder wie war denn das? Ich weiß gar nicht mehr, wie die Story zu Mario war. Auf jeden Fall müssen wir dafür aber erstmal die 6 Münzen sammeln, die 6 Golden Coins, deswegen heißt das Spiel auch so, merkt ihr? Und dafür müssen wir nun mal erst einmal die 6 Zones abschließen. Da gibt es hier die Tree Zone, dann gibt es da links, das weiß ich gar nicht mehr, das hier ist die House Zone, die Macro Zone, okay. Da ist alles viel größer, dann, ich weiß, ich kann mich da echt nicht mehr so gut dran erinnern. Dann ist da oben die Moon and Star Zone, hier ist die Pumpkin Zone, genau, die war so ein bisschen das Horrorelement. Naja, wenn man in Wario Land wirklich von in Mario Land wirklich von Horror sprechen kann. Dann gab es hier die Mario Zone, das war immer meine Lieblingszone, die finde ich richtig klasse.
aber machen wir jetzt auch mal noch nicht. Und dann gibt es noch hier unten die Turtle Zone, die war, ja, so mittelprächtig, nicht mein Lieblingslevel, aber auch nicht mein Hasslevel. Wir fangen jetzt einfach mal bei der Tree Zone an. Es gibt auch noch ein paar Secrets in dem Spiel, also versteckte Level, die habe ich nie alle gefunden, aber vielleicht komme ich ja dazu, eins zu entdecken. Gucken wir mal. Also der Soundtrack von diesem Spiel ist einfach nur grandios. Davon haben es auch ganz viele Lieder in meine Minecraft-Playlist geschafft, muss ich sagen. Vor allem auch Remixe, weil da gibt es von dem Main-Overworld-Theme, was wir gerade in der ersten, also nicht Overworld, sondern also von dem Main-Level-Theme. Was? Es gab hier Invisible Coin Blocks, das wusste ich gar nicht mehr. Dann weiß ich jetzt, warum ich die Tree Zone nie mochte. Achso, nee, Moment. Moment, das ist ein Geheimweg. Wo führt denn der hin? Hehe, moin. Das wusste ich tatsächlich nicht mehr. Oh, Bonusleben, danke. Nee, also von diesem Theme, das wir gerade im ersten Level gehört haben, da gibt's einen richtig geilen Remix. Ich weiß gar nicht mehr, wie man den findet. Sucht einfach mal bei YouTube, tippt mal ein. Super Mario Land 2, Overworld 2. Gibt zwar offiziell kein Overworld 2 Theme, aber so findet man das ganz gut. Und dann Remix. Dann müsste das einer der ersten Links sein. Wenn ihr da nicht fündig werdet, dann könnt ihr mich auch nochmal fragen, dann schicke ich das vielleicht nochmal. Vielleicht denke ich sogar dran, das hier drunter einfach als Link zu posten. Könnt ihr mal drunter schauen. Und wenn ich nicht dran denke, dann... Und ihr interessiert seid, dann fragt einfach nochmal nach. Da fresse ich niemanden für. So. Nehmen wir uns nochmal eine Blume. Bringt zwar nichts, aber hey. Es gibt in diesem Spiel ja auch, glaube ich, kein Punktesystem mehr. Nicht mehr so wie in Mario Brothers. Da hat man ja dann, wenn man eine zweite Blume gefunden hat... Ja toll, jetzt hätte ich sie gerne, moin. Wenn man eine zweite Blume gefunden hat, konnte man damit ja dann sehr, sehr schön Punkte sammeln. Aber hier geht das leider nicht. Wobei die Punkte in Super Mario Brothers, die waren ja auch immer mit das Unwichtigste, ne? Naja, aber was willst du machen? Ich liebe die Musik von diesem Spiel. Und damit hätten wir es auch schon erledigt. Da lauten wir mal wieder den Gong. Und freuen uns unseres nächsten Minigames. Was ist das? Ach, das war geil. Das habe ich immer gemocht. Die Mäuse zerbeißen nämlich irgendwelche Drähte. Und wir drücken jetzt einen Knopf und die Mäuse bleiben stehen. Und dann geht der Funken zu einem der Items, nämlich über die Drähte. Gucken wir mal. Jetzt geht der Funken zu der Blume. Das ist ganz praktisch, denn die Blume haben wir ja gerade in dem Level verloren. Wunderbare Sache. Ach, diese Minigames mochte ich immer total gerne in diesem Spiel. Ja. Ach Gott, nein, das war das Level, das Baumharz-Level. Das habe ich immer richtig furchtbar gefunden, muss ich sagen. Da gab's ja in, hier, Luigi, das haben ja Bruger und Matti mal angegangen, gab's ja hier eine Hommage daran, den, wie hieß denn das, Starland-Schleim oder sowas? Also, wer das Let's Play nicht gesehen hat, ist selber schuld. Das war auf jeden Fall im Prinzip das Gleiche, nur nochmal in 10-mal so fies und in Super Mario World und in verbuggt. Das hätte von mir kommen können. Also, nur, dass ich nicht so genial im Hacking bin, aber es war halt so eine richtige Arschloch-Sache. Wo kommen wir denn hier hin? Wo kämen wir denn da hin? Ich weiß gar nicht mehr. Es gibt, glaube ich, in jeder Zone gibt es ein Secret-Level. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, in welchen Zones ich das früher gefunden habe. Ich glaube, in der Tree-Zone nicht. Aber ich... Weiß nicht, ich werde jetzt auf keinen Fall versuchen, einen 100% Run von diesem Spiel zu machen. Das ist zwar nicht so schwer, wenn man einmal weiß, wo die Secret Level sind, aber ich habe da ehrlich gesagt keine Lust zu. Ich wollte das einfach nur mal nebenbei angehen, als kleine Erinnerung an die Kindheit. Da gibt's eine Glocke, können wir den Gong läuten, auch schön. Können wir hier eigentlich runter? Das frage ich mich immer. Jo, hier können wir... Oh Gott, hier traue ich mich aber nicht runter, oder? Doch, hier ist eine Röhre. Das ist wahrscheinlich dann ein Secret, oder ist das der intendierte Weg, oder ist das ein Secret? Oh, geil, eine Karotte. Das war im Prinzip der Vorgänger zur Feder aus, oder was heißt der Vorgänger? Das war parallel zur Feder aus Super Mario World. Gab's hier die Glocke. Oh Gott, nein, ich will das nicht verlieren. Nein. Ja, wow. Das war aber ganz schön knapp, du. Naja. Nee, 100% werde ich auf keinen Fall machen, einfach deshalb, weil ich das Projekt eigentlich so mir gedacht habe, das ist jetzt eine Woche, wo ich das mache. War so mein Plan. Ist auch nicht schlimm, wenn es länger geht natürlich, aber wenn ich so für jede Zone, okay, vielleicht auch ein bisschen länger als eine Woche, aber nicht zwei Wochen oder mehr. Und okay, da ist jetzt das Ziel. War das da unten jetzt wirklich nur... Was habe ich denn jetzt alles übersprungen? Warte mal, was da rechts... Okay. Gott, ich weiß nicht, ob ich mich daran trauen sollte.
Ich bestimmt nicht, obwohl doch, das kann man sich ganz gut holen, das Bonusleben, das machen wir mal. Okay. Also da unten war das Ziel, aber wie gesagt, es gibt in jedem Level oder in jeder Welt auch eins mit Secret Exit. War das jetzt, wow, war das dann hier? Ich weiß es nicht. Ich würde es gerne mal, ich will nur mal gucken, was da, was wir jetzt alles übersprungen haben. Das da oben, das da rechts sieht so prädestiniert für Secret Exit aus. Gucken wir mal. Wir haben ja genug Zeit, wir haben ja noch fast, fast 400 Sekunden. Komm. Na danke. So, und jetzt hier rüber. Oh, moin. Dann fangen wir halt von da oben an, oder was? Geht das besser? Keine Ahnung. Müsste, ja. Ja, Wolfsken, jetzt sind wir da drüben. Mal schauen, was dahinter ist. Das Level verwirrt mich so ein bisschen, muss ich ja sagen. Ah ja, doch, hier, genau. Das ist das Secret Exit. Wunderprächtig. Also, das wusste ich tatsächlich nicht mehr. Aber dann scheinen die ja gar nicht so wahnsinnig versteckt zu sein. Okay, ich glaube, hier war es so, diese geheimen Level, die musste man eben auf Anhieb schaffen. Wenn man sie nicht schafft, dann muss man wieder zum Secret Exit im Level davor gehen. Okay, hier war ich garantiert früher nie. Ja, die Blume ist, denke ich, vielleicht nicht das Schlechteste. Okay. Okay, das ist eigentlich jetzt nicht so schlimm, habe ich den Eindruck. Ja, du holst mal ein bisschen, das finde ich fair. Das einzige Problem, das man bei diesen, diesen Cooper-Shells hat, ist, dass man irgendwann in die reinrennt, gerne mal. Na gut, hier gibt es jede Menge Geld, aber so wirklich spannend ist das jetzt nicht. Ich weiß gar nicht, ob man irgendwie eine Belohnung dafür bekommt, wenn man die Bonus-Level abschließt. Oder ob man da wirklich einfach nur jede Menge Kohle bekommt. Was auch nicht verkehrt ist, möchte ich ja auch gar nicht sagen. Ach guck, hier kann man sogar dann auch über die Lücken rennen, wie in vielen Spielen ja früher. Also vielen Mario-Spielen, wenn da einzelne Lücken sind, dass man da dann mit ausreichend Tempo drüber rennen kann. Ich weiß nicht, ob das in allen so war. War es das jetzt schon? Okay. Ja, war jetzt ein Bonusareal, welches nicht den absoluten Wahnsinn beinhaltete, aber gut. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal noch dieses Harz-Level. Das ist ein richtiges Harzer-Level. Und dann reicht's auch erstmal. Es wird wohl doch ein etwas längeres Projekt, einfach weil ich hatte damit gerechnet, dass ich wirklich eine Zone in jedem Part schaffe, aber dafür stelle ich mich offenbar nicht gut genug an. Macht ja nichts. Der Rushed hatte mal was gesagt von so 2 Stunden. Das ist sicher auch machbar, wenn man will und wenn man kann. Aber ich habe auch kein Problem damit, wenn ich hier ein bisschen länger brauche. Dann wird's halt ein längeres Projekt, habt ihr halt mehr Parts davon. Ist doch auch schön. Und ich kann was schnacken, das ist doch klasse. Ist doch einfach nur super. Einfach klasse. Aua! Jetzt muss ich aber ein bisschen aufpassen. Ich will hier ja eigentlich nicht sterben. Das hatte ich zumindest nicht vor. Sterben ist immer so eine unangenehme Lebenserfahrung. Das möchte ich jetzt nicht unbedingt meinem lieben Herrn Gesang... Na! Herrn Mario antun. Warte mal, was... Wenn ich den da explodieren lasse, dann geht der Counter da unten hoch, der wo jetzt die 36 steht. Ist das nur beim Explodieren lassen? Ist das generell beim Gegner töten? Keine Ahnung. Ich glaube, den habe ich früher auch nie verstanden, den Counter. Mal schauen. Mal schauen, was da... was das bedeutet, ob ich jetzt, wenn ich... Wenn hier nochmal ein Gegner käme, könnte ich jetzt herausfinden, ob der auch, wow, auch hochgeht, wenn ich den ohne irgendwas explodieren zu lassen töte. So, gehen wir mal hier runter. Sie läuft ja ganz gut. Da, nee, das ist aber auch wieder so einer, der explodiert, ne? Ja, also da ist das jetzt nicht wirklich informativ. Ach, jetzt sind wir wieder hier, alles klar. Dann kann ich mich jetzt hier einfach, ach komm, das Bonusleben brauche ich nicht. Das ist mir viel zu riskant. Ah nee, hier sind wir vorhin rausgekommen. Dann läuten wir jetzt mal den Gong. Nein, wir läuten den Gong, wie schon gesagt. Ich will den Gong jetzt läuten und Sahne trinken. Das ist wahrscheinlich Sahne, die hier ist und gar kein Harz. Jetzt macht das alles wieder Sinn. Den Gong läuten und Sahne trinken. Oh, Mann. Das ist ja wohl eine fimschige Angelegenheit hier. Ja, Gong geläutet, Sahne getrunken, jetzt wird gewunken und gestunken. Gucken wir mal, was da jetzt noch für ein Bonus-Game uns erwartet. Was will ich denn? Ich will die Karotte, die ist am besten eigentlich, ne? Aber gut, wir kriegen 3 Bonusleben. Ist besser als nichts, man kann nämlich auch gar nichts bekommen, wenn man Pech hat. Aber wir haben ja kein Pech, das ist schön.
Gut, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal gucken wir uns entweder dieses Bienenlevel an oder dieses Ameisenlevel. Und ich denke, dass wir auch bis zum Boss dann kommen sollten. Das sind ja alles relativ kleine Zones und deswegen ist das alles kein riesig langes Projekt, aber trotzdem ein spaßiges Zwischendurchspiel. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich sehr über eine Bewertung und einen Kommentar. Ich hoffe, euch auch morgen in Super Mario Land 2 oder einem meiner anderen Projekte wieder begrüßen zu dürfen. Und bin für heute raus. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Scully der Rallye.